Hallo, herzlich willkommen zur neuesten gemischten Tüte. Ich habe heute wieder ganz viele verschiedene Dinge für euch mitgebracht aus dem Bereich Gedrucktes, Digitales, Nähen, Events. Ja, es wird also wieder schön bunt und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir starten im ganz gehabten, bekannten Rhythmus und gucken uns einmal an, was es denn Neues Gedrucktes gibt, nämlich die Printentdeckungen, die ich für euch gemacht habe. Und das erste, was ich da habe, das ist die neue Ausgabe der Burda Style. Die ist etwas ramponiert bei mir angekommen. Ich habe die ja im Abo und die wird nicht in Kunststoff eingeschweißt, sondern so direkt versendet. Und ja, sie ist nass geworden, sie ist zerknickt, sie hat alles mitgenommen, was so ein Zeitschriftenexemplar auf dem Weg wohl so mitnehmen kann. Und sie hat etwas zusätzlich mitgebracht, nämlich das Kids Kreativ Spezial. Ich möchte heute auf die Burda und die Schnitte darin gar nicht so weiter eingehen, sondern ich möchte mich diesem Heftchen widmen. Denn wer hier schon etwas länger zuguckt, der erinnert sich vielleicht daran, dass es im letzten Jahr ein Girls DIY gab, wo ich mich ein kleines bisschen drüber aufgeregt habe. Ich verlinke euch das Video von damals einfach über die Infocard. Der Aufreger deswegen, weil ich es ganz, ganz schade finde, dass direkt von vornherein schon mit der Aufmachung und mit der Bezeichnung, der Betitelung eines solchen Heftes eigentlich ausgeschlossen wird, dass Jungs und später dann eben auch Männer nähen. Bei einer Zeitschrift wie Burda, die zu Anfang meiner Nähzeit so die einzigen Männerschnitte überhaupt geboten hat, weil es damals noch gar nicht die digitalen Schnitte für Männer gab und eben auch ja in die anderen Zeitschriften, die inzwischen das eben so ein bisschen mit aufgegriffen haben, wobei ich glaube, die sind inzwischen auch schon wieder vom Markt, ne? Aber die gab es damals jedenfalls noch nicht. Deswegen habe ich eigentlich in der Burda eben immer so eine Möglichkeit gesehen, dass auch Männer da Schnitte finden, mit denen sie für sich Kleidung nähen können. Von daher fand ich das letztes Jahr also sehr, sehr schade, dass das über diesen Titel so stark fokussiert wurde auf Mädchen. Die Burda hat vor einiger Zeit, das habe ich damals in meinen Insta-Stories auch erwähnt und geteilt, dann eine Umfrage gemacht, was man für einen passenderen Titel hält. Also sie haben durchaus angenommen, dass das letztes Jahr in die Kritik geraten ist und rausgekommen ist eben Kids Kreativ. Jetzt könnte man meinen, yay, ich wäre fröhlich, happy, himmelhoch jauchzend hier einen Sieg errungen zu haben, weil etwas, was ich kritisiert wurde, sich geändert hat. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist nur ein so kleiner Teilerfolg, denn leider, ihr seht das schon an der Farbgebung, ihr seht das an dem Modell auf dem Cover und man sieht es leider auch beim Inhalt. Leider richtet sich das Ganze eben, auch wenn es jetzt Kids heißt, von der Aufmachung, von der Ansprache, also nicht der Ansprache in Worten. In Worten werden echt Kinder angesprochen, aber ja, von der ganzen Aufmachung richtet es sich halt sehr in dieses pinke Klischee und alles, was für Mädchen gedacht wird und für Frauen immer in Pink und in Rosa dargestellt wird. Egal, ob das um einen Rasierer geht oder um einen Akkuschrauber oder eben um Kreativmaterialien, Kreativsets für Kinder, für Mädchen. Es wird alles in Rosa gehalten. Es wird alles in Pink und Lila Tönen dargestellt. Und es ist damit so, dass Kinder von klein auf total fixiert auf ihre Geschlechterfarbe erzogen werden. Denn sie lernen ja das, was mir hier jetzt zugeordnet wird als Farbe, das ist auch das, wo ich meine Sachen finde. Dementsprechend vermute ich, dass auch wenn hier vielleicht, naja, von den Projekten her das ein oder andere für Jungs machbar wäre, dass allein die Aufmachung in dem vielen Rosa und auch in den Projekten dazu beiträgt, dass sie sich direkt wieder ausgeschlossen fühlen und eben nicht das Gefühl haben, dabei mitzumachen. Es ist eben auch in den Projekten. Es gibt Kreolen, die aus Fimo gemacht werden. Das ist eigentlich ein schönes Projekt. Hätte man aber vielleicht auch einfach anders machen können, mit einem Schlüsselanhänger zum Beispiel. Halt was, was neutral ist, wo nicht direkt die Ansprache ist, hey, hier, bunte Ohrringe. Das ist halt eher ein Mädchending. Ja, es sind Muschelketten drin. Es ist beim Nähen ist ein Herzkissen mit dabei. Es gibt ein Sommershirt, aber auch da wieder mit Volants, mit Rüschen. Statt dass man halt ein einfaches Schnittmuster für ein Shirt mit reinnimmt, wird ein anderes Shirt in eine aus der neutralen in eine Mädchenvariante umgearbeitet. Es gibt Kosmetik, Lippenbalsam und ähnliches. Beim Nähen gibt es eben ein bisschen so ein Jeans-Upcycling und ja, diese Variante eines Herzkissens.
Und auch da, man könnte eben auch so einen Kissen irgendwie neutraler darstellen. Vielleicht einfach, indem man es mit Männerhänden präsentiert. Also mir geht es hier jetzt tatsächlich nicht mehr darum, dass hier nur von Mädchen gesprochen wird, sondern das Ganze wird halt einfach in Farbgebung in den Bildern immer noch explizit an Mädchen gerichtet. Ein Utensilo aus einem Tennisschläger hätte man halt nicht pink ansprühen müssen. Man hätte das auch einfach neutral machen können. Oder es wäre kein Problem gewesen, wenn es pink wäre, wenn halt nicht das ganze Magazin so pink ausgerichtet wäre. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Jahre ich mich da noch drüber aufregen muss. Ich habe jedenfalls das Gefühl, es ist jetzt halt einfach das Pendant zum Greenwashing hier in, wie nennt sich das dann? Ist das Genderwashing? Keine Ahnung. Es ist jedenfalls schade. Man hätte es besser machen können. Der Anfang war so vielversprechend. Ja, kommen wir zu Punkt 2 im Printbereich. Das ist jetzt der für mich etwas erfreulichere Teil, denn hier muss ich mich nicht ärgern, sondern hier durfte ich mich freuen, denn ich habe vom EMF Verlag ein neu erschienenes Buch zugeschickt bekommen, und zwar das Buch vom Label Yusasui. Ihr wisst, es ist das Label, was ich nicht aussprechen kann. Ich versuche das bestimmt noch ein paar Mal. Die Autorin heißt Julia, das ist auch die, die Designerin, die hinter dem Label Yusasui, ich schreibe euch das da unten hin, die Designerin, die hinter dem Label steckt, die Julia, die hat also ihr erstes Buch rausgebracht mit dem EMF Verlag, und es geht um Kleider und Tops. Ich habe durchgeblättert und schon ein paar Sachen gefunden, die mir sehr gut gefallen. Ausführlich möchte ich euch das natürlich auch nochmal vorstellen, wenn ich dann was daraus genäht habe. Was mich sehr, sehr gefreut hat, ist, dass es wieder so ein Prinzip ist, wo man sehr, sehr viel kombinieren kann. Also ja, wieder so eine Art Schnittmuster-Baukasten. Es gibt schöne Grundlagen und es ist nicht komplett festgelegt auf Webware oder Jersey. Es ist ein Buch, was eben mehrere Stoffvarianten behandelt, wo auch sowas Besondereres wie zum Beispiel Samt zum Tragen kommt. Und es gibt Schnittmuster in den Größen, wir kennen es alle, EMF Verlag 34 bis 44. Alles andere wäre da halt einfach eine große Ausnahme. Ich möchte jedenfalls Julia zu ihrem Buch gratulieren und ja, euch schon mal so vom ersten Eindruck eine kleine Empfehlung dafür aussprechen. So, wenn die gedruckten Themen durch sind, dann haben wir uns ja dran gewöhnt, kommen die digitalen Schnitte. Und da habe ich dieses Mal ein paar mehr. Ich habe allerdings dieses Mal nur einen, wo ich euch die Bilder einblenden kann. Das heißt, wie immer, ihr findet unten die Links. Ich weiß, ihr findet das nicht besonders bequem, darunter zu scrollen, da drauf zu klicken und euch das Ganze nebenbei anzuschauen. Aber es gibt halt einfach ein Urheberrecht, was mich daran bindet, das so zu machen, wenn mir die Designer nicht ihre Bilder zur Verfügung stellen. Damit ihr jetzt euch alle fröhlich darauf einstimmen könnt, gleich nach unten zu scrollen, um zu klicken, bekommt ihr jetzt als erstes den Schnitt, bei dem ich Bilder verwenden darf. Und zwar die Tunica Kaya von La Bavarese. Ihr wisst, dass ich Anjas Schnittmuster sehr, sehr schätze, weil sie sehr gut erklärt sind, man eigentlich diesen Anleitungen ohne Nachdenken blind Schritt für Schritt folgen kann. Und das, finde ich, ist immer schon mal ein großes Pro, weil das Nähen entspannt macht. Gleichzeitig lernt man bei ihr unheimlich viel und sie hat ihren Fokus eher auf Schnitten für Webware. In der letzten gemischten Tüte, da oben findet ihr den Link dazu, da habe ich euch schon mal ihre Dirndlschnitte vorgestellt, weil sie da Größenerweiterungen gemacht hat. Und von diesem Thema Dirndl kommt sie eben auch und entsprechend viel Kenntnis über detaillierte, feine Nähtechniken bringt sie mit. Bei Kaya habt ihr eine Tunika, die mit zwei Ausschnittvarianten genäht werden kann. Entweder ein einfacher V-Ausschnitt oder ein mit einer Blende abgesetzter Ausschnitt. Und es gibt Ballonärmel mit Manschette. Meistens haben Ballonärmel ja eher irgendwie einen Gummizug unten im Bündchen. In diesem Fall habt ihr eben eine richtige Manschette dabei. Und damit das Ganze den typischen, luftig leichten Hippie-Boho-Flair von Tuniken bekommt, wird unterhalb der Brust, also so ungefähr auf der Empire-Linie, eine Stufe angesetzt, damit das Ganze dann auf Blusenlänge geht. Und wer es als Kleid nähen möchte, hat auch die Möglichkeit, noch weitere Stufen anzusetzen, um quasi den Schnitt zu hacken oder einfach diese Stufe dann zu verlängern und somit zum Kleid zu kommen. Was ich bei Tuniken immer etwas schwierig finde, ist die Passform, weil das Ganze häufig sehr weit und Walla-Walla-mäßig geschnitten ist. Damit das Problem bei Kaya nicht auftritt, gibt es Brustabnäher in dem Schnittmuster und ihr könnt es in den Größen 32 bis 50 nähen. Mein zweites Fundstück aus dem Bereich der digitalen Schnitte, das ist von Echt Knorke.
Echt Knorke ist auch ein Schnittmusterlabel, das ich euch sehr empfehlen kann. Und der neue Schnitt heißt Kekke Kiki. Bei Echt Knorke gibt es immer solche schönen Namen. Ja, ich finde, das macht immer so ein bisschen Freude. Es ist so ein bisschen im Thema absolute Alliteration gehalten. Also meistens ist es eben was, wo dann der Anfangsbuchstabe sich wiederholt. Und die Damen, die meistens eben namensgebend sind, die bekommen dann einfach ein passendes Attribut, was das Ganze irgendwie schön umschreibt. Die Kekke Kiki, das ist ein Raglan-Shirt und bei dem Shirt ist das Besondere, dass der Armausschnitt sehr, sehr tief angesetzt ist. Dadurch bekommt man fast schon so einen Fledermaus-Effekt. Es ist ein Schnitt, der absolut anfängertauglich ist. Ist ja auch mal was Schönes. In dem Fall wird nicht aus Webstoffen genäht, wie bei dem eben vorgestellten Schnittmuster, sondern aus Wirkwaren oder Maschenwaren, wie zum Beispiel Jersey, Sweat, Strick oder Ähnliches könnt ihr dafür, denke ich, auch verwenden. Die genaueren Empfehlungen findet ihr, wenn ihr dem Link unten folgt. Und ich finde auch bei diesem Schnitt, das ist, ja, der hat was Besonderes und auch die Anleitung von Echt Knorke kann ich euch durchaus gut empfehlen. Ich glaube, ohne die Mr. Big Buchse hätte ich nie die perfekte Einstellung für eine Flatlock-Naht gefunden. Mit der Einstellung, die da drin erklärt ist, habe ich das bisher an jeder Overlock hinbekommen. Deswegen verlinke ich euch die Buchse da unten einfach direkt auch nochmal mit. Ja, bei der Kekken Kiki, da ist der Ärmel ein 7/8-Ärmel. Damit ist das Ganze auch, finde ich, ein total schöner Schnitt für kühlere Sommertage. Und auch durch den tiefen Armausschnitt kann man es gut eben einfach mal überziehen. Und es gibt es in den Größen 34 bis 46. Wie ihr wisst, mag ich gerne auch Schnittmuster aus dem englischsprachigen Raum. Das habe ich auch, glaube ich, schon einige Male angeführt. Schnittmuster-Label, was ich dabei sehr mag, ist Seamwork. Ich glaube, es war in meiner ersten gemischten Tüte schon mal erwähnt, dass Seamwork umgestellt hat von dem Magazincharakter mehr so auf so eine Art Näh-Community. Und dennoch bleibt das System erhalten, dass pro Monat zwei neue Schnittmuster erscheinen. In diesem Monat gab es zwei Kleider. Und das erste heißt, Luxi. Ich bin bei englischer Aussprache ähnlich bewandert wie beim Label Yusasui. Naja, Luxi, wie auch immer sich dieser Schnitt ausspricht, ist ein Kleid für Jersey-Stoffe. Und bei diesem Kleid habt ihr einen eckigen Ausschnitt, Prinzessnähte, das sind die, die so schön über den Brustpunkt laufen, mit denen man die Anpassungen so bequem machen kann, und einen angesetzten Rockteil. Das Ganze ist in den amerikanischen Größen Doppel-0 bis 26 vorhanden, wobei das Ganze dann in zwei Passformklassen unterteilt wird und in dem Bereich, ich glaube, Größe 12 bis 16, irgendwo in diesem Bereich, da gibt es jedenfalls eine Überschneidung. Das heißt also, ihr habt bei den Schnittmustern von Seamwork immer eine Misses-Variante für den, ja, unserer Standardtabelle ähnlicheren Körperbau und die Curvy-Variante, die dann eben auch Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel eine längere Kurve um die Brust oder um den Po, die mit einer größeren Körbchengröße konstruiert ist, also eben insgesamt für den kurvigeren Körper passend ist. In diesen Übergangsgrößen, da guckt ihr dann eben immer, welche Maße für euch die sind, die euch näher kommen und entscheidet dann, welche von den beiden Varianten ihr näht. Das ist allerdings auch sehr, sehr schön erklärt auf der Website. Und ihr habt da auch immer einen Fitting-Guide, in dem euch nochmal erklärt wird, wie die Passform des Ganzen gedacht ist. Bei den Stoffen, Jersey-Stoffe, das sagte ich schon, ist es vor allem wichtig, dass die bielastisch sind. Und wenn ihr einen anderen bielastischen Stoff habt, dann könnt ihr auch einen anderen Stoff nehmen. Im Englischen wird eigentlich allgemein eher von Knits, also gestrickten Stoffen, gesprochen. Und das können zum Beispiel auch Sportstoffe sein. Was ich mir bei dem Schnitt gut vorstellen könnte, weil man dann zum Beispiel auch das Oberteil einfach als Crop-Top nähen kann und es, glaube ich, sich cool als Sportoberteil eignen würde, um das dann halt so über dem Sport-BH nochmal überzuwerfen. Das zweite Schnittmuster, was bei Seamwork erschienen ist, ist das Kleid MAC und MAC ist für Webstoffe gedacht. Da ist die Besonderheit, dass der Ausschnitt, der wird vorne mit so einem Band gebunden und er sieht für mein Auge so aus, als ob das Ganze als Tunnel genäht ist. Ich habe mich jetzt aber nicht durch die Anleitung vorarbeiten können, um das Ganze final für euch auszutüfteln. Es könnte auch sein, dass er auf das Band aufgenäht und dadurch gerüscht ist. Jedenfalls hat er so einen ganz leichten Schlitz vorne und wird darüber dann eben mit einer Schleife gebunden. Das Kleid hat Flügelärmel, also so ein bisschen flatteriger, sommerlich, glaube ich auch eben dadurch schön luftig, auch wegen den Webstoffen. Und in der Taille wird es mit Gummizügen gearbeitet. Da kann man wahlweise 2 oder 3 Gummibänder einnähen mit einem gewissen Abstand, sodass man eine Taille bekommt,
die schon so ein bisschen an so einen Smoke-Effekt rangeht, von dem, wie sie dem Körper nahe kommt, aber es ist eben nicht klassisch gesmoked, sondern es rafft sich halt einfach so ein bisschen zwischen diesen Gummibändern. Der Rock ist eine A-Linie und auch hier gibt es dann die Größen von Doppel-Null, was übrigens, glaube ich, einer Größe 30 entsprechen müsste. Also die Size Zero, die so begehrt war vor einigen Jahren, die entspricht in der Regel der deutschen 32, wobei das in den Tabellen natürlich dann immer ein kleines bisschen variiert. Also die Sprungmaße sind da durchaus mal nicht mit unseren hier identisch. Ihr findet aber sowohl metrische als auch imperiale Maßtabellen. Also auf unser Maßsystem und auf das amerikanische Maßsystem abgestimmte Tabellen. Zu guter Letzt habe ich noch einen Schnitt, der aber wieder aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Und zwar das Top Eckhart von Sewing Machina. Eckhart ist ein Top mit einem eckigen Ausschnitt, was ihm, würde ich mal vermuten, den Namen gegeben hat. Und es kann in mehreren Längen genäht werden. Unter anderem in einer Variante, die vorne ein Cutout hat unterhalb der Brust und dann so überkreuzend mit Bändern, also mit so Bindebändern. Ansonsten gibt es es halt, ja, bis hin zur normalen Tanktop-Länge von so einer Cropped-Länge ausgesehen und es gibt 11 Größen. Bei Sewing Machina habt ihr ein eigenes Größensystem. Das heißt, ihr findet bei ihren Schnittmustern auch immer die Tabelle, mit der ihr dann ermitteln könnt, in welcher von ihren Größen ihr landet. Und auch bei Eckhart geht das Ganze mit elastischen Stoffen, bielastischen Stoffen mit 50% Dehnbarkeit. Das könnt ihr übrigens ganz einfach testen, indem ihr euch ein Stück Stoff von 10 cm Länge, also in der Dehnrichtung gemessen 10 cm Länge, abschneidet. Das Ganze neben ein Lineal legt und dann zieht. Wenn ihr es schafft, das einen Zentimeter weit zu dehnen, bevor das Ganze ja so ausgedehnt aussieht und sich stark zusammenzieht, dann sind es 10% Dehnung, schafft ihr 2 Zentimeter 20, 30 bei 3 Zentimetern und so weiter. Das heißt also, damit könnt ihr bei diesen Angaben, die auch in den amerikanischen Schnittmustern sehr, sehr üblich sind, überprüfen, ob euer Stoff geeignet ist. Ja, diese bielastischen Jersey-Stoffe sind also auch für Eckhart geeignet und Eckhart könnt ihr auch als Wendetop nähen. Ja, damit sind wir mit dem Thema neue Schnittmuster schon soweit durch und kommen zum Punkt Entdeckungen. Bei den Entdeckungen möchte ich euch heute zwei Dinge vorstellen. In beiden Fällen habe ich allerdings jetzt keine großartigen Zusatzmaterialien, die ich euch hier einblenden kann, weil das auch wieder Sachen sind, wo ich eben vorher keine Rücksprache halten konnte, ob ich das darf. Das erste, was ich euch da vorstellen möchte, ist der Instagram-Kanal Let's Flip. Der hat sich dem Thema verschrieben, Greenwashing aufzudecken und ich bin darauf gestoßen, weil sie bei der Rucksackmarke Got Back dahinter gekommen sind und zwar in Zusammenarbeit mit der Zeit, ja, ziemliches Greenwashing betreiben. Got Back hat sich nämlich damit gerühmt, Rucksäcke aus 100% Meeresplastik, also so aus dem Meer gefischten Kunststoffen zu fertigen, beziehungsweise die Kunststoffe werden aus dem Meer gefischt und dann natürlich zu Fasern weiterverarbeitet, die zu Stoff verarbeitet werden. Und sie haben im Laufe dieser Recherche und auf mehrmalige Nachfrage diese Zahlen immer mal wieder korrigiert. Das Ganze ist im Instagram-Beitrag sehr, sehr schön dargestellt und den verlinke ich euch natürlich da unten zusammen mit dem Kanal. Ich finde insgesamt, wenn man sich für Nachhaltigkeit interessiert, diesen Kanal sehr, sehr spannend, weil er eben das Greenwashing aufdeckt, was ja eigentlich ein gängiger Bestandteil von Werbung ist. Es wird seit Nachhaltigkeit ein Thema ist, natürlich immer alles betont, was man in dem Bereich gut macht. Und es wird halt auch gerne mal übertrieben und dafür unter den Teppich gekehrt, was man nicht so gut macht. Im Falle von Got Back hat das dazu geführt, dass jetzt mehrere Influencer, die mit denen zusammengearbeitet haben, die Kampagnen abgesagt haben, weil auch die sich da getäuscht fühlen. Das ist eben immer das Los als Influencer. Bekommt man die Informationen von den Firmen und man hat nicht diese Möglichkeiten, danach zu recherchieren, wie das zum Beispiel ein Team von der Zeit hat oder sowas. Und dementsprechend muss man sich dann ein Stück weit darauf verlassen und in dem Fall ist es natürlich, wenn das jetzt gerade Influencer auf dem, ja eigentlich schon fast Sinnfluencer, teilweise Leute, die schon in die Richtung Umweltaktivismus eingeordnet werden sind, ist das natürlich nochmal um einiges übler, wenn man da so hinters Licht geführt wird. Als zweites möchte ich euch Smart Pattern vorstellen. Ich bin auf Smart Pattern aufmerksam geworden, weil eine meiner Nähkursteilnehmerinnen da eine sehr, sehr spannende Anleitung gefunden hatte, wie man Hosenreißverschlüsse einnäht. Smart Pattern gibt es einerseits als Website, andererseits als YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal war also das, was mir damit so ja bekannt wurde, was so in mein Sichtfeld rückte. Jetzt habe ich über eine Näh-Blogger-Kollegin, durch die bin ich darauf aufmerksam geworden, dass ihr bei Smart Pattern auch Hosenschnitte nach euren Maßen bestellen könnt. Das bedeutet, ihr bekommt, nachdem ihr eure Maße eingegeben habt, einen daraufhin abgestimmten Hosenschnitt zugeschickt per Mail und könnt den dann eben, wie ihr das von digitalen Schnittmustern gewöhnt seid, ausdrucken, zusammenkleben
und nähen. Und sie hat das gemacht und mit der Passform der Hose war sie sehr zufrieden. Und da ich weiß, dass sie einen professionellen Nähhintergrund hat, ist das, denke ich, was, worauf man sich verlassen kann. Ja, der Instagram-Kanal dieser Bloggerin ist Slumra. Auch den verlinke ich euch unten. Und Smart Pattern findet ihr eben einerseits über die Website und andererseits mit solchen Anleitungsvideos auch auf YouTube. Jetzt kommt eine Kategorie, auf die freue ich mich, seit ich dieses Video angefangen habe vorzubereiten. Und zwar die Aktionen und Events Kategorie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere das ja schon sehr, dass dieses Jahr wieder sehr, sehr viele Leute diesen Raum für Kreativität haben und schaffen, Aktionen auf die Beine zu stellen. Die meisten dieser Aktionen sind aber ja eher digital. Heute habe ich für euch eine Aktion, die nicht digital ist und sie ist ganz, ganz frisch angekündigt worden. Ich hoffe, ich kann euch da noch ein bisschen was Neues erzählen und ich darf in diesem Kontext auch etwas verlosen. Ja, gucken wir uns also jetzt mal an, um was es eigentlich geht. Viele von euch folgen, hoffe ich schon, den Kanälen von Sandras Handgemachtes Allerlei und Hana Kreativ hier auf YouTube. Vielleicht tut ihr das auch schon auf Instagram. Auf jeden Fall lohnt sich das, denn da gibt es ganz, ganz viel Tutorial-Videos und schöne Anleitungen. Und ja, auch schönes anderes rund ums Nähen. Also die Tanja von Hana Kreativ hat zum Beispiel auch Produkte aus dem Teddy fürs Nähen getestet und ja, hat euch da auch die Möglichkeit gegeben, das Ganze auf YouTube zu verfolgen. Die beiden haben was ausgeheckt. Und wer den beiden folgt, der hat das in der letzten Zeit auch schon so ein bisschen verfolgen können, dass sie sich also alle naselang getroffen haben. Und man konnte quasi zugucken, wie sie die Köpfe zusammenstecken, aber man konnte noch nicht hören, was sie da ausgeheckt haben und was sie da planen. Und das haben sie jetzt verkündet. Es geht um ein Näh-Event und zwar ein richtiges Live-Näh-Event mit dem Namen Stichtag. Finde ich einen ausgesprochen guten Namen dafür. Und das Ganze findet statt im August am 27.8. Und das Ganze in einem Ort in der Nähe von Fulda. Und die Location ist auch ziemlich cool. Also ich möchte euch eigentlich jetzt hier nicht zu viel verraten, weil ich möchte schon, dass ihr auch nochmal bei den beiden direkt guckt. Ja, und das Ganze wird beinhalten ein paar Firmen, die Neuigkeiten ausstellen. Allerdings jetzt auch nicht so die Riesen, sondern die es sich halt lohnt zu entdecken, würde ich sagen. Es wird beinhalten Meet and Greet mit verschiedenen Nähfluencern. Es wird kleinere Workshops geben. Und eine ziemlich umfangreiche Goodiebag, wenn ich das richtig verstanden habe. Also der Wert, der da gefallen ist, der war schon anständig. Bei diesem Event bin ich mit dabei und ich darf, wie gesagt, ein Ticket verlosen an eine von euch aus der Kategorie Nähfreundin. Das ist das Basisticket. Es gibt auch noch 25 VIP-Tickets und insgesamt wird es nur 250 Tickets geben. Das heißt also, man muss dabei jetzt auch schnell sein, wenn man mit dabei sein möchte. Kleiner Wink am Rande. Das fällt noch in den 9-Euro-Ticket-Zeitraum und die Location ist 50 Meter vom Bahnhof entfernt. Klingt für mich, als wenn das für viele so in der Mitte von Deutschland gut machbar sein sollte. Auf jeden Fall, was ihr machen müsst, um dieses Ticket zu gewinnen, das schreibe ich euch da unten rein. Da steht auch, wie lange dieses Gewinnspiel läuft und alles Weitere, guckt es bitte da unten nach, damit ja, das jetzt nicht irgendwelche weiteren Verwirrungen gibt. Gewinnen könnt ihr, das verrate ich euch, indem ihr dieses Video kommentiert. Und was ihr kommentieren müsst, findet ihr auch da unten. Also spätestens jetzt solltet ihr mal dahin scrollen. Ach, und wenn ihr da vorbeikommt, ne, ihr kennt ja diese Geschichte, lasst doch schon mal ein Däumchen da, das Abo, das Glöckchen, dann müsst ihr nachher nicht mehr darunter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr auf dieses Event und ich freue mich ganz besonders auf das Highlight. Es gibt nämlich abends auch noch eine Party mit Live-Musik. Das ist für mich ein Highlight, weil Partys sind ja, wenn man irgendwann Kinder hat, eher eine seltene Angelegenheit. Und nach den letzten beiden Jahren ist das ja eine noch seltenere Angelegenheit. Deswegen glaube ich, das wird ein sehr, sehr cooler Abend werden. Ja, und der Tag vorher ist sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ja, nach den Neuigkeiten, da gucken wir uns jetzt auch nochmal an, was bei mir eigentlich so Neues passiert ist und was sich so getan hat und was ich so gemacht und getan und genäht habe in der letzten Zeit. Quasi war da schon ein Party-Outfit mit dabei. Aber ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe da noch ein anderes auf dem Zettel. Für das habe ich auch eingekauft, da kommen wir dann gleich dazu. Vielleicht ziehe ich auch das an. Wir gucken uns jetzt also auf jeden Fall erstmal an, was ich eigentlich so in den letzten Tagen getrieben habe. Ja, und der erste Punkt, der hat überhaupt nichts mit Nähen zu tun, aber mit Selbermachen schon. Ich habe nämlich unseren Flur renoviert. Nachdem dieses Projekt jetzt über 2 Jahre im Stillstand begriffen war, ja, wobei, nein, es gab so eine ganz kleine Ausnahme vor einem Jahr, da wurde mal der Putz geschliffen. Ja, aber seitdem das Ganze jetzt also lange brach lag, wurde es Zeit, dass es damit vorangeht. Und ich bin inzwischen auch fast fertig. Und da bin ich übrigens total gespannt, ob ihr zu solchen Projekten
auch gerne mal mehr sehen würdet. Weil ihr wisst ja, ich komme aus dem Bereich Tischlerei. Und wer ein Handwerk gelernt hat, der glaubt immer, alles im handwerklichen Bereich auch selber schon zu können. Ich nehme mich da jetzt nicht für alle Bereiche mit rein. Also an Strom gehe ich nur ran, wenn sich dann niemand anderes bereit erklärt. Und von Wasser lasse ich auch in der Regel die Finger. Aber ja, ansonsten, ich würde sagen, ich probiere das alles mal aus und ich habe immer mal wieder so ein Projekt in der Richtung. Wenn ihr also da Spaß dran hättet, dann schreibt es mir in die Kommentare, denn vielleicht kann ich euch dabei auch mal mitnehmen. Bei dem Flur stand jetzt an, dass die Treppe gestrichen werden musste, also die Stufen mussten lackiert werden, die Setzstufen mussten lackiert werden. Ich habe Laminat verlegt, ich habe die Wände gestrichen, also eigentlich so einmal das Rundumprogramm abzüglich des Rausreißens, weil das hatten wir eben vor längerer Zeit schon gemacht. Und es ist eben noch nicht ganz fertig, es fehlen noch ein paar Leisten, aber ich bin schon schwer happy damit. Ja, war danach total motiviert und habe mich auch an die Nähmaschine gesetzt und habe relativ viel dieses Mal auch genäht, wobei es da noch nicht zu allem Bilder gibt. Das erste, was ich genäht habe, das ist ein Rock Lola und zwar aus einem gelben Scuba. Ich hatte von diesem Scuba irgendwie 20 cm mehr, als ich eigentlich eingeplant hatte. Und ich habe euch im letzten gemischte Tüte-Video schon gesagt, ich möchte mal wieder mehr experimentelles Nähen ohne Schnittmuster machen. Und das habe ich einfach mit diesem Reststück gemacht und habe das zu einem Top gewickelt, genäht, gewickelt, also es war von allem so ein bisschen mit dabei. Das ist für mich nur ein Fototop, denn das geht schon eher so in die Richtung Bikini, aber ich habe vor kurzem so ein paar Trends nachgelesen und dieser Trend mit diesen sehr, sehr knappen Wickeloberteilen oder überhaupt Oberteilen aus den 2000ern kommt wieder. Und da habe ich gedacht, naja, 20 Zentimeter, wenn du das jetzt versaust, ist das auch nicht so wild und was anderes hätte ich da echt nicht mehr rausgekriegt. Also habe ich mich da mal dran versucht an einem Top im Naughties-Style. Ich wusste bisher auch nicht, dass die 2000er so genannt werden. Ja, fotografiert habe ich das Ganze auch und zwar mit einer Freundin auf einem Sportplatz und ich finde für die Umgebung, ja, ist das ganz cool, aber ich glaube auf der Straße würde ich davon eben dann auch nur den Rock tragen. Anschließend habe ich ein klein bisschen aus meinem Farbschema rausgenäht und zwar einen Wickelrock aus einem Chambray. Ich glaube, das ist das Projekt, bei dem ich am allermeisten, seit ich nähe, auseinandergenommen, neu genäht, umgenäht, was auch immer habe. Das Teil war ein Kleid. Dann habe ich festgestellt, dass dieser Stoff, wie sagt man so schön, der tat nichts für mich. Ich sah da drinnen aus wie in einer Kittelschürze. Habe ich mir also gedacht, da musste jetzt irgendwie was anderes machen, habe dem Kleid erstmal die Ärmel abgenommen. Das löste das Problem nicht, also habe ich dem Kleid das Oberteil abgenommen. Ja, und das, was übrig blieb, war eben also dieser Wickelrock. Glücklicherweise war es vorher ein Wickelkleid, sodass es die Überlappung schon gab. Und da habe ich dann einfach, um die Weite im Bund anzupassen, alle naslang so kleine Falten reingenäht und abgesteppt. Ich finde eigentlich so, für so einen sportlichen Look ist der ganz cool geworden. Ich muss mal gucken, wie oft ich den dann tatsächlich trage, ob der sich bei mir bewährt. Aber auf jeden Fall bin ich schon mal happy, dass ich noch eine Lösung gefunden habe für den Stoff, der nämlich eigentlich echt schön ist und der auch eine coole Qualität hat. Und ja, ich war ganz schön traurig zwischendurch, dass das nicht so aufgegangen ist, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Aber das ist ja vielleicht für den einen oder anderen von euch auch ganz schön mal zu hören, dass bei mir nicht alle Projekte immer auf Anhieb super sind. Und das ein oder andere vielleicht auch mal entsteht, was es unter normalen Umständen vielleicht gar nicht mal vor eine Kamera geschafft hätte. Aber ich wollte es euch zeigen, also habe ich Bilder gemacht. Ja, aus dieser Richtung bin ich dann weitergegangen zu einem anderen Farbschema, mit dem ich mich demnächst näher befassen möchte. Vielleicht wisst ihr das schon, dass ich meinen Instagram-Kanal im Augenblick so ein bisschen nach Farben strukturiere. Also ich nähe immer ganz viel in einer Farbe, möglichst aus Stoffen, die ich schon da habe, was mir nicht immer gelingt, weil ich ja auch gerne Stoffe kaufe. Um zu gucken, wie ich Sachen untereinander schön kombinieren kann und um da mal auf andere Ideen zu kommen. Also nicht immer nur die gleichen Sachen zu nähen, nicht immer nur die gleichen Farben zu tragen. Was mein nächstes Farbthema nach Gelb wird, das sind so Korall- und Lachstöne. Und da ist unter anderem dieses Shirt Ophelia entstanden. Ophelia kennt ihr 3 lang, 6 breit und ich habe es auch noch nicht fotografiert. Falls ihr da Näheres zu wissen möchtet, dann guckt euch einfach nochmal die vorletzte gemischte Tüte an. Ihr kennt das, da oben verlinke ich euch das. Da habe ich den Schnitt etwas genauer vorgestellt und ich verlinke ihn euch natürlich auch wieder unten. Dann habe ich auch in diesem Farbspektrum mir noch einen Pullover genäht und zwar aus einem Buch. Und das ist das Buch Loungewear Nähen von Fina, von Finas Ideen. Das Buch stelle ich euch demnächst etwas genauer vor. Den Pullover bügele ich auch nochmal und fotografiere ihn dann auch nochmal für euch. Ja, und ich hoffe, da seid ihr gespannt, was das Buch so kann und was ich davon so halte. Das war jetzt aber immer noch nicht alles mit Nähen, deswegen schalten wir jetzt mal so ein bisschen auf Schnelldurchlauf, was das Ganze angeht. Das bedeutet, ich spreche einfach ein bisschen schneller und ich zeige euch die Sachen ein bisschen flotter.
Nein, ich versuche es weiter so zu halten, dass ihr mich noch verstehen könnt. Ich habe mir aus dem Strickstoff, den ich euch in der letzten gemischten Tüte als einen meiner Einkäufe gezeigt habe, einen Cardigan Aya genäht. Und ich hatte euch da angekündigt, dass ich ausprobieren möchte, ob man Cardigan Aya auch als Pattern Hack nähen kann, nämlich als Pullover. Und auch diesen Pullover habe ich genäht. Mit Ach und Krach habe ich echt noch zwei Teile aus diesem Stoff rausbekommen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Fotografiert sind die aber eben auch noch nicht. Also erwarten euch demnächst dann sicherlich auch nochmal ein paar Bilder dazu. Falls nicht hier, dann auf Instagram. Auch das ist unten verlinkt und da dürft ihr mir natürlich gerne folgen. Ich freue mich über jeden von euch, der da vorbeischaut. Ja, weiter genäht habe ich dann immer noch. Und zwar habe ich noch ein paar Stoffreste zum Top Honolulu verarbeitet. Honolulu, das ist so ein Top mit so einer Bogenkante am Ausschnitt, was ich sehr, sehr schön finde, was ich schon letzten Sommer rauf und runter genäht habe. Und immer, wenn ich 70 cm leichten gewebten Stoff übrig habe, ist das irgendwie der erste Schnitt, zu dem ich greife. Und außerdem sind bei mir auch noch ein paar Prototypen entstanden. Die kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, aber es gibt einmal ein Wickelkleid und zwar habe ich den Schnitt für das Kleid Ainoa aus dem Shop rausgenommen. Das sollte überarbeitet werden. Inzwischen sind wir beim Überarbeiten an so vielen Punkten angekommen, dass es einen neuen Schnitt geben wird. Ja, wir weichen ganz, ganz stark von dem vorherigen ab, um alle meine Wünsche erfüllen zu können. Und da bin ich im Augenblick in der Phase, wo ich das Ganze fürs Fitting nähe. Das heißt also, ich bekomme von meiner Direktrice dann immer die 38 zugeschickt, nähe die, lasst es jemanden, der in der Tabelle exakt der 38 entspricht, anprobieren und gebe ihr dann Feedback. Und wenn wir die 38 perfekt haben, dann geht es eben daran, dass das Ganze gradiert wird. Genauso gehe ich gerade vor mit einem Rock, und zwar dem Rock Lorena. Auch da gibt es eben noch nicht mehr als den Namen zu berichten. Und noch einem weiteren Rock. Ihr habt mich nämlich breitgeschlagen. Ihr, wenn ihr schon meinem Instagram folgt. Ich habe in der vergangenen Woche nämlich einen Tüllrock genäht und den hatte ich mir nach einem quasi nach einer Vorlage berechnet für einen Mehrfach-Tellerrock. Da hat mir die Milena von What Would Coco Sew auf Instagram weitergeholfen und hat mir das als Basis empfohlen. Und ich habe das Ganze dann aber nochmal dreimal umgestrickt und bin dann zu was anderem gekommen. Insgesamt war das ein Fünffach-Tellerrock und es ist der erste Tüllrock, in dem ich mich nicht fühle wie ein explodiertes Sofakissen. Das heißt also, es ist der erste Tüllrock, der bei mir nicht irgendwie am Bauch blöd aufträgt, dadurch, dass da zu viele Stofflagen sind. Den wollte ich euch eigentlich schon auf Fotos zeigen und habe dann auch einen Unterrock dazu genäht. Mit dem Unterrock war ich aber nicht glücklich, weswegen es keine Fotos gibt, denn mit dem Unterrock saß der Tüllrock wieder blöd. Stattdessen habe ich mich an die Maschine gesetzt und einen anderen Unterrock ausprobiert, der direkt eine Shorts mit beinhaltet, also quasi einen Skort. Und wenn das Ganze spruchreif ist, dann erzähle ich euch hier auch mehr dazu, aber ihr habt mich breitgeschlagen. Ich werde also zu diesem Mehrfach-Tellerrock ein Schnittmuster machen. Da sage ich euch aber direkt, ne? Ein Schnittmuster machen, das kann bei mir ganz schön lange dauern. Also ich habe ein paar Schnitte, da bin ich seit einem Jahr dran. Also ich mache euch hier noch keine Versprechungen dazu, wann das fertig sein wird, aber ich kann euch versprechen, ich bin da dran. Ja, und dann kommen wir dann auch zu der letzten Kategorie in unserer typischen Abfolge, nämlich, was habe ich gekauft und was sagt eigentlich mein schwarzes Büchlein so zum Mai? Ach, Leute, mein schwarzes Büchlein ächzt. Es ächzt gewaltig. Was daran liegt, dass ich ein bestimmtes Outfit im Kopf habe, mein Party-Outfit, und das braucht viel Stoff, weil da der Tüllrock drin vorkommt. Ich habe im letzten Monat deutlich mehr Stoffe vernäht als im Vormonat. 32,1 Meter. Ja, blöderweise habe ich 68,1 Meter eingekauft und damit habe ich 36 Meter mehr Stoff in mein Lager gelegt, als ich vernäht habe. Allerdings verbergen sich von diesen 36 Metern, nein, eigentlich verbirgt sich da viel mehr. Ihr seht vielleicht hinter mir diesen lustigen Stapel mit Stoffballen aus buntem Tüll. 45 Meter von meinen 68,1 eingekauften Metern werden hier in diesen Ballen wiedergefunden. Ja, ich habe mich inspirieren lassen. Ich habe euch erzählt, ich habe auch Bock, mal irgendwie so Outfits nachzunähen und bin auf ein Bild gestoßen, wiederum bei What Would Coco Sew. Ich glaube, ich sollte diesem Account entfolgen. Das verleitet mich, oder? Naja, aber ich glaube, es macht uns allen Spaß, wenn ich dem weiter folge und mich verleiten lasse. Also
Ja, ich bin auf ein Bild gestoßen von einem Tüllrock. Ein oranger Tüllrock unter einem pinken Tüllrock oder auch ein zweilagiger Tüllrock. Eine Frau, die auf Treppenstufen sitzt, und das war bei mir sofort so ein Sex in the City-Gefühl. So wie ich mich früher darauf gefreut habe, wenn es da eine neue Folge gab. Ich mag dieses Gefühl immer noch und ich bin mir ziemlich sicher, dass mich Sex in the City eigentlich dazu verleitet hat, überhaupt mich für Mode zu interessieren, mich für Schuhe zu interessieren, regelmäßig meinen Schuhschrank zu sprengen, und was das angeht, bin ich sowas von Klischee-Mädchen. Dieses Bild hat also bei mir dieses Gefühl ausgelöst und dann habe ich beschlossen, also ich brauche auch so einen Tüllrock, und ich habe aber entschieden, ich nehme mir also zwei Tüllröcke, die ich übereinander ziehen kann. Dann kam irgendwie noch der Gedanke mit dem Lila dazwischen, weswegen ich mir wohl drei Tüllröcke nähen werde, die man übereinander ziehen kann, und ich möchte mir da drumherum ein ganzes Outfit kreiert. Deswegen gibt es neben dem, was da liegt, auch noch viele, viele Sachen, die ich hier schon in einem Körbchen parat habe. Das heißt, ihr dürft jetzt meinen Outfit-Plänen einmal kurz lauschen. Ich mache auch die im Schnelldurchlauf. Ich habe mir gebraucht gekauft schon die passenden Schuhe. Das mache ich übrigens immer über Vinted, wo man sehr, sehr viele ungetragene Schuhe zu günstigen Preisen kaufen kann. Und ich habe mal wieder Schwein gehabt mit der Farbe. Das sind hier übrigens, das ist so ein PVC, also das ist im Sommer, nannte sich Sommerstiefelette. Ich bin mir sicher fußgegart im eigenen Saft. Aber für Fotos und vielleicht etwas kühlere Temperaturen zum Herbst sollte das Ganze dann gehen. Ich versuche also, wenn ich bei so einem Outfit mir alles zusammenstelle, bei Vinted entsprechend Schuhe in genau dem Farbton meiner Stoffe zu finden. Und ich habe in diesem Fall sowohl die Schuhe als auch den Stoff nach Fotos ausgewählt online. Das heißt also, das Katastrophalste, was man eigentlich tun kann für gute Farbwiedergabe, nämlich nach Bildern am Bildschirm. Sollte man niemals tun, bei mir hat es aber hingehauen. Und ich habe mir bei Snaply Double Face Mikrofaser Kunstleder in Orange, wie dem Orange hier von den Schuhen, und in Pink, wie dem Pink an den Schuhen, gekauft und Taschengriffe aus Bambus, und mein Plan damit ist eine Tasche, in die dieser Stoff hier, ein Outdoor-Stoff, auch von Snaply als Futter rein soll. Ja, und die Tasche soll ein Copycat-Designer-Stück werden, denn ich habe mich ein bisschen verliebt in die Designer-Handtaschen mit den Bambusgriffen, die dieses Jahr wieder angesagt sind. Allen voran gibt es zwei Modelle von Gucci, ein eckiges und ein rundes, die ich sehr, sehr schön finde. Und ja, mal gucken, wie nah mein Projekt hinterher da dran kommen wird. Die Dame auf dem Foto, was ich gesehen habe, trug zu ihrem Tüllrock einen Kurzpullover, orange-pink gestreift. Ich bin immer noch sehr verzweifelt auf der Suche nach so einem Stoff. Ich dachte, das wäre ein totales Basic, weil ich das vor ein paar Jahren überall gesehen habe, konnte jetzt aber keinen finden. Weshalb ich da nochmal schauen muss, was ich dann für ein Oberteil dazu tragen werde. Vielleicht mache ich auch einfach nur Pink oder nur Orange oder gehe dann eben auch zu diesen Lila-Tönen mal schauen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, fehlte diesem Outfit eigentlich noch eine Jacke. Und ihr wisst, ich habe vor einiger Zeit schon mal die Bikerjacke Roseville genäht und ich mag die sehr, sehr gerne. Das ist die Paillettenbikerjacke, die ich euch auch bei den Bildern von der Handmade Fashion Show gezeigt habe. Und die möchte ich mir einfach auch nochmal aus pinkem Mikrofaserkunstleder in dieser Wildlederoptik nähen. Dazu besorgt habe ich mir als Futter einen Viskosestoff von Swarfing. Und das wird ein Experiment und ich hoffe, dass ich euch bei dem ganzen Thema mitnehmen kann und nicht nur bei diesem Experiment. Ich habe mir die metallisierten Reißverschlüsse von Snaply bestellt, die teilbaren, also diese Jackenreißverschlüsse. Und da es die leider nicht in Pink gibt, möchte ich versuchen, mit einer Stofffarbe das ganze Pink einzufärben. Das Einzige, was man dabei dann nicht färben kann, ist hier unten das Ende, wo die reingesteckt werden. Aber ich denke, das kann ich verkraften, wenn das dann weiß ist. Und es gibt diese Farben von Jacquard, mit denen man eben auch Polyester färben kann. Ich hoffe also, dass meine Vermutung, was für ein Material diesen Reißverschlüssen zugrunde liegt, jetzt nicht völlig daneben ist. Und ich vermute, dass die ich hoffe arg, dass sie hinterher nicht total daneben aussehen. Ich habe mir sicherheitshalber braune mit dazu bestellt, weil das die Farbe war, die dem Pink am nächsten kam. Ja, aber das wird also hier demnächst ein etwas größeres Nähprojekt. Ja, und da schauen wir mal, wie weit ich euch dabei mitnehmen kann. Damit habt ihr es geschafft. Ihr seid am Ende dieser gemischten Tüte angekommen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Sie ist wieder ein bisschen länger ausgefallen, was daran liegt, dass dazwischen jetzt einfach auch wieder ein bisschen länger zwischen den Drehs Zeit war. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was euch gut gefallen hat, was ich euch mehr erzählen soll, welche Themen euch besonders interessieren. Und
Ja, was ist eure Meinung zu meinem Chillrock? Ich freue mich auf eure Meinung und ich freue mich auch, wenn ihr nicht vorhin schon da unten wart, um diese Knöpfe zu drücken. Wenn ihr jetzt nochmal an den Däumchen vorbei scrollt, also nicht nur vorbei scrollt, drückt da auch mal drauf und Abo-Button und Glöckchen auch. Und ja, näht was Schönes. Bis zum nächsten Video.